Aber selbst da noch zeigte sich ein Mangel an Cleverness und Selbstvertrauen, wie wir es gerade von den Münchnern nicht gewohnt sind. Bender. Er war, wie so viele, gescheitert an seinen Nerven und an einem Teufelskerl im Stuttgarter Tor namens Klaus Reitmeier. Labbadias Schuss hätte gepasst. Reitmeier hatte die Fingerspitzen dran gehabt. Reitmeier schien die Bälle wie magisch anzuziehen. Wohlgemerkt, hier stand ein Mann im Tor, der machte sein drittes Bundesligaspiel. In der Schlussminute schien die Bayernabwehr endgültig die Lust verloren zu haben. Sie baute eine Abseitsfalle auf, die nicht funktionierte. Der eingewechselte Mutas bekam von Kula den Ball zurück und der Rest war beinahe demütigend für den 12-maligen deutschen Meister. Eine Heimniederlage mit 3 Toren, die hat es zuletzt 1986 gegen Leverkusen gegeben. Nuden gegen eine Mannschaft mit einem ehemaligen Bayern-Spieler als Trainer. Es ist immer was Großes, wenn man nach 16 Jahren hier wieder herkommt. Und ich habe ja schon einige Erfolge gehabt und der zählt heute auch mit zu den Großen. Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich darf euch heute mit nach Stuttgart nehmen, genauer gesagt nach Degerloch. Dort sind die Stuttgarter Kickers zu Hause, die für den einen oder anderen vielleicht etwas von der Bildfläche verschwunden sind, aber die Bezeichnung Traditionsverein völlig zurecht tragen. Noch heute spielt man im ältesten Stadion Deutschlands. Weltmeister wie Guido Buchwald und Jürgen Klinsmann wurden hier ausgebildet. Außerdem spielte der ehemalige DFB-Pokalfinalist und Vizemeister schon von der Bundesliga bis zur Oberliga Baden-Württemberg in einigen Ligen. Ich möchte heute den Verein mit seiner ganzen Geschichte vorstellen. Dazu habe ich Klaus Teichmann eingeladen. Der ist Soziologe und Journalist und hat kürzlich ein neues Fußballbuch über die Blauen veröffentlicht. Auf rund 150 Seiten wird die Geschichte sowohl die Karriere ausgewählter blauer Helden aus den einzelnen Jahrzehnten vorgestellt. Herzlich willkommen, Klaus. Vielen Dank, hallo. Du bist gebürtiger Stuttgarter und hast von Anfang an blaues Blut. Oder entwickelte sich die Leidenschaft für die Kickers etwas später? Ich bin zwar in Stuttgart geboren, aber im Umland von Stuttgart aufgewachsen, in Ludwigsburg. Das ist 20 Kilometer nördlich von Stuttgart. Hm. Und im Umland ist der VfB ein großes Thema. Das heißt, als Kind war ich mit meinem Vater tatsächlich beim VfB in den 70er Jahren. Und meine Kickers-Leidenschaft, mein Kickers-Phantom beginnt eigentlich erst in den 80er Jahren. Kann man das begründen? Also war das so Jugendkultur und dann bei den Kickers hat das besser gepasst oder was ist da der Hintergrund? Ja, ganz genau, so kann man es sagen. Das trifft sehr gut. So ein bisschen Jugendkultur. Wir waren dann halt schon so ein bisschen subkulturell unterwegs. Und es war beim VfB in einem großen Stadion manchmal schon so ein bisschen ein Problem. Gab es dann schon auch Rangeleien und Schubsereien, wenn man ein bisschen punkig aussah oder längere Haare hatte. Mhm. Und bei den Kickers ist das so ein bisschen so ein Kleinod eben, viel weniger Leute natürlich erstmal. Und dann ist das, war so Ende der 80er, Anfang der 90er auch so ein bisschen so ein Versuch, St. Pauli in Kleinformat in Stuttgart zu zelebrieren. Und da habe ich mich wohler gefühlt. Trifft das so bis heute zu, dass man sich wohlfühlt bei den Kickers? Oder du? Es ist eben alles so ein bisschen kleinformatig. Es ist ja jetzt eben 5. Liga, bittererweise. Es kommen so im Schnitt 3.000 Zuschauer. Also zu besonderen Spielen kommen schon auch mal 7.000. Oder jetzt gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal waren auch mal 11.000 in einem ausverkauften Gazi-Stadion auf der Waldau. Aber das ist irgendwie schon das Prinzip, dass eben alles so ein bisschen kleiner ist. Klein und fein, das sind die Kickers. Du bist Soziologe und Journalist. Bist du auch im Ressort Sport tätig? Also tauchen die Kickers auch auf deinem Arbeitsplatz auf oder liegt dein journalistischer Schwerpunkt auf einem anderen Thema? Ich bin schon auch Sportjournalist. Und auf der Ebene begleite ich die Kickers auch. Allerdings jetzt nicht regelmäßig bei jedem Spiel, weil ich nicht für Stuttgarter Zeitungen arbeite, sondern eher im Umland. Und dann sind die Kickers nur in ausgewählten Situationen dann eben Thema.
aber nicht jede Woche. Du hast schon mehrere Bücher veröffentlicht. Ich glaube, auch eins zur Tischtennis-Europameisterschaft 2009 in Stuttgart und 2014 zum ersten Mal das Buch Rauf, die Blaue. Wie kam es zu dieser Premiere damals? Ja, es ist eben mein Lieblingsverein, mein Herzensverein, die Kickers. Und dann sind sie damals in die dritte Liga aufgestiegen und haben sich gehalten. Das war dann eben zu der Zeit großer Erfolg. Zum einen, das war ein Anlass. Zum anderen, die Haupttribüne, die 1975 gebaut wurde, wurde abgerissen und eine neue Haupttribüne erstellt. Und meine Idee war dann eben, das alte Kickersstadion oder Kickersplätzle, wie man in Stuttgart sagt, mit der alten Tribüne nochmal auszuleuchten, nochmal darzustellen und dokumentieren für die Nachwelt und so ein bisschen aufzuzeichnen, was da für tolle Spiele stattgefunden haben und tolle Spieler waren. Wie war die Reaktion auf dein Buch? War ganz gut, ja, kam ganz gut an. Buch ist mittlerweile ausverkauft. Und dann gab es 2023 eine Neuauflage. Ist da eine besondere Intention dahinter, ein besonderer Grund? 2022 kam das raus, im Oktober. Und der Grund war einfach, dass mein erstes Buch dann tatsächlich ausverkauft war. Und jetzt stand eben dann seit einigen Jahren die neue Haupttribüne, die es dann galt, auszuleuchten und zu dokumentieren. Und dann ist einfach der Punkt bei dem Verein, der 1899 gegründet ist, da reicht natürlich ein Buch mit 150 Seiten nicht aus, um alle Geschichten zu erzählen und alle wichtigen Protagonisten abzufahren. Ja, da war einfach dann jetzt wieder Neues notwendig, zum einen. Und zum anderen gab es jetzt viele bittere Jahre mit dem Abstieg in die von der dritten Liga in die Regionalliga und dann sogar jetzt in die Oberliga. Und jetzt zeigt die Kurve eben auch ganz klar wieder nach oben. Wir sind mit 10 Punkten Abstand Tabellenführer. Der Aufstieg ist jetzt sehr greifbar in die Regionalliga zurück. Und das Buch heißt ja auch Rauf, die Blaue. Das ist jetzt, wenn wir da rauf geht. In den bezahlten Fußball dann eben auch, in den Profifußball jetzt dann auch mittlere Distanz. Und das soll das Aufstiegsbuch dann jetzt eben werden, diese Saison. Wo kann ich das Buch erwerben? Überall. Buchladen, einfach bestellen. Und der Buchladen, egal wo in Deutschland, nimmt Kontakt auf zu mir und ich kann es dann ausliefern und verschicken. Rauf die Blaue, die Stuttgarter Kickers, die blaue Fußballperle von der Waldau. 144 Seiten sind es, DIN A4, und ich verlinke natürlich in den Shownotes die Informationen rund um das Buch. Aber wir wollen natürlich diesen besonderen Verein den Hörerinnen und Hörern etwas näher vorstellen. Vielleicht zunächst zum Stadion bzw. den Sportplatz. Die Kickers Spielstätte befindet sich in Degerloch. Der Stadtteil gehört seit 1908 zu Stuttgart. Was macht diesen Stadtteil zu einem besonderen Stadtteil? Das ist mal jetzt für Nicht-Stuttgarter zu sagen. Es geht um den Stadtteil Degerloch. Und der liegt auf der Höhe. Also Stuttgart ist ja typografisch so ein bisschen, es geht immer hoch und runter. Lufterberg, Naderberg. Es gibt immer Hügelchen, ist mit dem Fahrrad hier nicht so einfach, zumindest vor der Zeit von E-Bikes. Und die Stuttgarter spielen nicht etwa, wie manche Auswärtige sagen, im Degerloch, also in der Tiefe, in einem Loch, in einer Senke, in einem Tal, sondern auf der Höhe im Stadtteil Degerloch, auf der Waldau. Das ist so ein Waldgebiet am Fernsehturm, am Wahrzeichen der Stadt Stuttgart. Ist eigentlich ein sehr wohlhabender Stadtteil, der dann eben angrenzt an dieses Areal Waldau. Und auf dieser Waldau gibt es dann eben das Kickersstadion und es gibt dann eben auch ganz viele andere Sportplätze.
Eisstadion, Olympiastützpunkt und so weiter. Auf der Höhe, auf der Waldau im Stadtteil Degerloch. Der Stadtteil Degerloch spielt dann aber eigentlich, naja, nicht so die Rolle. Die Höhenlage des Stadions, die du auch so ein bisschen ansprichst, scheint ja ein wichtiges Merkmal zu sein. Also ich habe gelesen, dass das vor dem Umbau und der Installation einer Rasenheizung es in den Wintermonaten zu häufigen Spielabsagen gekommen sein soll. Stimmt das? Ja, das stimmt schon. Beziehungsweise es stimmt auch wieder nicht. Also ich habe in meinem ersten Buch mit Freddy Bobic geredet. Ist ja ein Begriff, der auch mal bei den Kickers gespielt hat, in der Jugend bei den Kickers war und seine Profikarriere auch bei den Kickers begonnen hat. Und er sagt, bevor die Rasenheizung eben kam, war das eben so, dass da oben auf der Höhe es einfach 5 Grad kälter ist als unten im Stuttgarter Stadtkessel. Und oft da oben noch Schneereste lagen und überfrorene Stellen an den Außenstellen vom Spielfeld und Eckfahnen an den Außenbahnen. Und man hat trotzdem immer gespielt. Und die Gegner hatten Angst, so beschreibt es Freddy Bobic, das ist seine Aussage, die Gegner hatten Angst, da hochzukommen zu den Kickers, weil es dann eben dann schon etwas Besonderes war mit, auf dem Winter mit diesem Eis und Schnee. Teilweise war dann eben natürlich auch zu viel Eis und Schnee und mussten Spiele dann abgesagt werden. Über den Kickersplatz, Kickerstadion, Waldau-Stadion und jetzt Kasi-Stadion auf der Waldau, dass die Kickers spielen immer an diesem Platz mit so kleinen Unterbrechungen wegen Umbau und so weiter. Aber es ist grundsätzlich das älteste Stadion in Deutschland, in dem ein Verein kontinuierlich gespielt hat, richtig? Ja, so ist es. Ja, so ist es. Meines Wissens gibt es den Lüneburger AK, der so auf gleicher Höhe war mit den Kickers, auf dieser Ebene, gleiche Stelle. Der hat sich jetzt aber wohl aufgelöst. Aber da bin ich jetzt, auf der Ebene bin ich jetzt kein Experte. Es wird jetzt auch nochmal so ein bisschen wissenschaftlich abgeprüft, ob das wirklich so stimmt. Und soll dann eben auch eine Gedenktafel oben bei unserem Stadion hinkommen. Älteste Stadion, älteste Spielstätte. Platz 3 soll der Tivoli von Alemannia Aachen sein und danach Altona 93 mit der heutigen Adolf-Jäger-Kampfbahn. Der Name Gazi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, steht für die Garmo AG, die Molkereiprodukte und ich glaube so Schafskäse und so vertreibt. Auf jeden Fall ist der, glaube ich, seit Juli 2004 heißt das Stadion so, Gazi-Stadion auf der Waldau. 2004 ist nun schon ein ganzes Stück her. Das klingt für den Außenstehenden nach einer langen und harmonischen Partnerschaft. Gibt es da irgendwie personelle Verknüpfungen? Ja, die gibt's. Also Gazi, das wird von einem spanischstämmigen Unternehmer betrieben hier in Stuttgart. Eben diese Molkereiprodukte, oft auch zugeschnitten für eine türkischstämmige Community mit Migrationshintergrund. Und es gab mal einen Manager, Karaman Erdin, Geschäftsführer, Manager bei den Kickers, ehemaliger Drittligaspieler, der das eingefädelt hat, die Kooperation mit dem Gazi-Chef und dann auch diese Namensrechte. Das ist ja ein städtisches Stadion, also diese Namensrechte, das Geld für die Namensrechte wäre ja eigentlich an die Stadt gegangen. Aber dieser Deal lief wohl so ab, dass auch die Kickers in finanziell ganz arg schwierigen Zeiten damals von diesen Vergabe der Namensrechte profitieren konnten. Die Tribüne, die du schon angesprochen hast, hat eine sehr bewegte Geschichte. Wenn ich es richtig gelesen habe, war der Erstbau 1913 und da gab es ein Vorbild, das war im Prinzip Highbury, also das Stadion des Arsenal FC und im Maßstab 1:3 wurde die gebaut und gab, glaube ich, 700 Zuschauern Platz. Also insgesamt hat diese Tribüne, die ja sehr markant ist, eine
bewegte Geschichte. Die ist mehrfach saniert worden, richtig? Also seit 1905 spielen die Kickers eben da oben an dieser gleichen Stelle auf der Waldau, wo jetzt dann später natürlich das, der Fernsehturm dann auch errichtet wurde, daneben. Und wie du sagst, ist diese Tribüne dieser Nachbau von diesem englischen Stadion. Und die wurde 1975 dann abgerissen. Und da kam eine neue Tribüne. Und diese neue Tribüne wurde jetzt eben 2014, 2015 um den Dreh ersetzt von der neuen jetzigen Haupttribüne. Und ich nehme an, der Hintergrund war mehr Platz, moderner, Lizenzbedingungen erfüllen, dass es da diese Gründe waren? Genau, das waren diese Gründe, mehr Plätze, weil die Kickers waren ja damals eigentlich eine Drittligamannschaft, beziehungsweise haben eine Tradition eben, eine sehr lange Tradition in der zweiten Liga. Und dieses Stadion hat dafür gar keine Zulassung. Da war das notwendig mit der Haupttribüne mehr Sitzplätze, eine Rasenheizung zu bekommen, um dann auch irgendwie für höhere Ligen wieder eine Spielstätte zu haben. Eine markante Eigenschaft des Stadions ist die Nähe zum Stuttgarter Fernsehturm. Mit dessen Bau, also der ist zumindest optisch unmittelbar neben dem Stadion. Und mit dem Bau mussten die Kickers das damalige Vereinsgelände abgeben. Und 1989 erhielt der Verein das ehemalige Universitätsstadion und ein neues Vereinsgelände, den ADM-Sportpark. Wir kommen gleich auf den Namensgeber auch noch. Aber das heißt doch, dass der Verein letztendlich so ein bisschen über die Stadt verteilt ist. Oder dort oben werden dann sicherlich die erste Herrenmannschaft spielen und dann auf dem anderen Vereinsgelände der Nachwuchs, oder? Unser Sitz ist oben in Degerloch auf der Waldau. Und da ist dieses städtische Stadion, das Gazi-Stadion. Das spielt teilweise auch VfB 2 in der Regionalliga. Oder hat früher die zweite Mannschaft vom VfB regelmäßig gespielt, unter anderem. Und angrenzend gibt es auch nochmal andere, sehr viele Sportplätze da oben um das Gazi-Stadion rum. Und was du eben schon angesprochen hast, der ADM-Sportpark, da gibt es eben auch einige Sportplätze. Also die Jugend, die zweite Mannschaft haben wir jetzt nicht mehr, die wurde abgemeldet in der Oberliga, als die erste dann eben auch in der Oberliga war. Und die Jugend spielen alle da oben im ADM-Sportpark oder angrenzend auf den Sportplätzen oben auf der Waldau. Dann lass uns direkt mal zum Namensgeber kommen und so ein wenig, bevor wir die Geschichte durchgehen, die Persönlichkeiten des Vereins betrachten. Und ein paar Namen haben wir ja schon angesprochen. Aber wenn wir beim ADM-Sportpark sind, dann steht ADM für den Namen des Ehrenpräsidenten Axel Dünwald Metzler, der ja eine sehr erfolgreiche Zeit ganz offensichtlich geprägt hat. Offensichtlich, weil dafür steht ja die Ehrenpräsidentschaft und die Namensgebung dieses Sportparks. Kannst du uns ihn etwas vorstellen? Ja, gerne. Ich selber habe ihn jetzt persönlich nicht kennengelernt. Er ist rund 10, 20 Jahre ist er schon gestorben. Er hat selber bei den Kickers gespielt, erste Mannschaft. Also er konnte wirklich kicken und hat dann über seine Heirat mit seiner damaligen Ehefrau, die auch großer Kickers-Fan war, in eine Brillenunternehmen quasi eingeheiratet. Das war eben sehr wohlhabend, dieses Unternehmen. Und so konnte er dann auch seine Kickers, zu der er immer schon eine Verbindung hatte, unterstützen.
Er wurde um das Jahr 1980, ich glaube 79, Präsident und ist dann gleich mit der Ansage angetreten, er will die Kickers von der zweiten Bundesliga jetzt in die erste Bundesliga führen. Er hat sehr viel Geld investiert aus seinem privaten Vermögen. Ein überlieferter Spruch von ihm, es war schon sehr sozialer, eingestellter, reflektierter Unternehmer. Wie wird man Millionär, war seine Frage. Als Multimillionär Kickers-Präsident werden, war die Antwort. Sprich, da rauschen die Millionen durch. Da kann man richtig reinbuttern in diesen Verein und nicht alles gelingt und versickert. Und ja, er hat viel investieren müssen, um seinen Traum dann aber tatsächlich zu verwirklichen. 1988 haben die Kickers es wirklich geschafft, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Und waren dann 88 unter dem Präsident ADM Axel Dünnwald-Metzler eben in der ersten Liga, sind wieder abgestiegen. 91 nochmal, zweite Jahr in der Bundesliga gespielt mit Derbys gegen den VfB in der gleichen Liga. Und insofern ist der Traum von ADM aufgegangen und er hat rund 25 Jahre diesen Verein geführt, geprägt wie wohl niemand anderes. Und er steht ja für die erfolgreichste Zeit der Kickers, die vielleicht die jüngere Generation schon nicht mehr erlebt hat oder in Erinnerung hat, aber die eben den Verein prägen. Kann man letztendlich sagen, dass der Erfolg maßgeblich ihm als Gestalter, aber eben auch als Geldgeber, Mäzen zuzuordnen ist? Oder ist das zu einfach? Naja, erstens mal, nach der Gründung des Vereins 1899 waren die Kickers regelmäßig, ich weiß jetzt nicht, württembergischer oder süddeutscher Meister, rund 20 Jahre eigentlich in Serie. Da war das damals die höchste Spielklasse, die höchste Liga. Die Stuttgarter Kickers waren der prägende Verein in Stuttgart und in Süddeutschland. Da hatten die auch schon eine sehr erfolgreiche Zeit. Aber natürlich in der jüngeren Vergangenheit, ab eben den 70er und 80er Jahren, ist es natürlich, waren die Kickers halt auch immer von Finanzproblemen, Geldsorgen geprägt. Es gibt viele Geschichtchen, Anekdötchen. Karl Allgöwer, später Nationalspieler, VfB, war bei den Kickers und vor der Ära ADM mussten die Spieler auf ihre zugesagten Gelder warten, wurden nicht ausgezahlt, wurden vertröstet mit einem Essen bei irgendeinem Kickers zugeneigten Wirt, bis der Umschlag mit dem zugesagten Honorargehalt kam. Und es hat sich dann eben geändert mit ADM. Da wurde der Verein dann natürlich schon konsolidiert, stand finanziell auf ganz anderen Beinen. Und es ist tatsächlich so, dass da eben eine sehr große Zeit mit 2 Jahren Erstligafußball, 87 DFB-Pokalfinale in Berlin, Hamburger SV gegen die Kickers. Diese 3 markanten Einschnitte tatsächlich sehr eng mit dem Namen Axel Dünnwald-Metzler verbunden sind. Er hat da auf jeden Fall enorme Verdienste an diesen Erfolgen. Ob jetzt zu 100% 42,7, das lässt sich natürlich irgendwie schwer sagen, was da auf seine Kappe geht. Aber wenn ich dich richtig wenn ich es richtig interpretiere, was du sagst, ist, auch wenn es danach eben Schwierigkeiten gab, sein Name ist sehr, sehr positiv besetzt. Ja, deswegen auch völlig zu Recht Ehrenpräsident, weil man ihn verehrt. Ganz genau, er wird eben verehrt in der blauen Familie, die er eben dann 25 Jahre geführt hat. Eben beim Kickers selber gespielt in der ersten Mannschaft.
sehr viel Geld eben da investiert in seinen Verein und das Gesicht des Vereins auch eben war und diesen Verein eben zu so erfolgreichen Episoden geführt hat, wie zwei Erstliga-Aufstiege, Pokalfinale. Und es war halt einfach auch eine Marke, ja, so ein richtiger, ja, so ein richtiges Original. Ja, der hat natürlich schon auch so seine Sprüche rausgehauen, hat viel geraucht, viel wohl, darf man so sagen, auch gern mal was getrunken. Sein Spruch war, kein Bier vor vier, aber wenn es vier ist, bestimme ich. Und ja. Er war auch Weintrinker und in seiner Firma bei einer Besprechung, da hat er dann schon nochmal ein Gläschen eingeschenkt. Es war auch irgendwie ein Lebemann und ein Lebenskünstler und er wusste auch, das Leben zu genießen. Außer, wenn es um seine Kickers ging, da hat er natürlich dann wenig Spaß verstanden. Er war da so aufgeregt und sehr nervös, wenn es um seinen Verein geht. Es gibt auch immer wieder Episoden, obwohl er Kette geraucht hat, Zigaretten gefressen, wie man sagt wohl, Gefährten von ihm, hat es nicht ausgehalten von Nervosität und ist teilweise von der Tribüne und um Steine spazieren gegangen, weil er das nicht nervlich nicht gepackt hat, das Spiel, dem Spiel beizuwohnen, ob das gut geht für die Kickers. Und er kam dann nach einem Spaziergang in die Kabine und musste sich erstmal erkundigen, wie das Ergebnis war. Weil das teilweise nicht von Nervosität nicht ausgehalten hat, auf seiner Tribüne zu sitzen, auf seiner Ehrentribüne. Das klingt als jemand, der sich sehr, sehr mit diesem Verein identifiziert und den als seinen Verein sieht und dort eben nicht nur Finanzielles investiert, sondern eben auch Zeit, Persönlichkeit und die Stuttgarter Kickers geprägt hat. Ich weiß nicht, ob das bei den nächsten Namen auch der Fall ist. Sicherlich werden die Hörerinnen und Hörer den ein oder anderen Namen eher kennen als Axel Dünwald Metzler, nämlich das ist zum Beispiel Guido Buchwald, der wurde mit den Kickers deutscher A-Jugendmeister in der Saison 78 und 79 und spielte dann, glaube ich, 4 Jahre von 79 bis 83 für die Kickers. Aber grundsätzlich ist er doch ein Beispiel, dass neben offensichtlich der guten Führung des Vereins zu der Zeit die Nachwuchsarbeit die Grundlage für den Erfolg gelegt hat. Ist das richtig so? Ja, das kann man definitiv sagen. Also der Verein hat eben in dieser Zeit, 80er Jahre um den Dreh, 70er Jahre, 80er Jahre, von diesem Mäzen Axel Dünwald Metzler sehr stark profitiert und B, von seiner überragenden Jugendarbeit. Und wie du schon gesagt hast, die Krönung dieser guten Jugendarbeit ist 79 die A-Jugendmeisterschaft. Also waren die Kickers A-Jugendlichen die besten A-Jugendlichen in ganz Deutschland, zumindest Deutschland-West. Das ist natürlich schon ein Riesenerfolg. Und Buchwald war in dieser Jugend, wohl in dieser Jugendmannschaft, gar nicht die überragende Figur. Es gab da andere, die noch besser waren und so weiter. Aber die schillerndste Figur, die man jetzt am besten kennt, ist natürlich schon Guido Buchwald. Wie ist der Blick auf Guido Buchwald heute im Verein? Er war ja dann auch mal Trainer. War im Präsidium für das Ressort erste Mannschaft verantwortlich und glaubt dann mal Trainer. Ordnet man ihn mehr beim VfB ein oder sieht man ihn schon als blauen Held? Naja, er ging eben dann. Er kommt ja auch nicht aus Stuttgart und aus der Kickers-Jugend, von der F-Jugend, sondern er kam dann von außerhalb während seiner Jugendzeit zu den Kickers und hat dann bei den Kickers natürlich Profifußball gespielt, zweite Bundesliga, ging dann zum VfB und wurde beim VfB 84 und 92 deutscher Meister und hat da beim VfB natürlich eine Riesenepoche eben geprägt und insofern er ist eigentlich dann schon ein Roter, er ist schon ein VfBler. Aber er kam eben zurück und hat
dann auch als Manager, Geschäftsführer, Sportdirektor die Geschichte geprägt. Es war nicht alles immer glücklich, was der Guido Buchwald da verantwortet hat. Mancher Trainer wurde vielleicht ein bisschen zu früh entlassen und so weiter. Aber er hatte bestimmt auch eben auch eine schwere Situation, weil nicht so viel Geld da war mehr nach der Zeit von Axel Dünnwald-Metzler. Ja, also als er dann ging als Sportdirektor, hingen im Stadion oben schon Transparente. Danke, Guido, im Kickers-Wappen. Aber er wird natürlich schon eher mit dem VfB assoziiert in Stuttgart. Ein Name, den ich vermute, dass die Hörerinnen und Hörer ihn vielleicht nicht im Bewusstsein haben, ist Klaus Täuber. Der war von 1980 bis 1983 bei den Stuttgarter Kickers. Und was ist an ihm besonders? Er hat zwei Brüder mit Jürgen und Stefan. Und es ist wohl das einzigste Brüder-Trio, das zeitgleich in der Bundesliga aktiv war. Ah ja, ja, genau. Und dieser Boxer Täuber, Boxer war ja sein Spitzname, weil er eben sehr robuste Spielweise hatte und seinen Körper stark eingesetzt hat als Stürmer, war dann bei den Kickers. Er ist übrigens auch irgendwie verbandelt in eine Geschichte über einen für die Kickers bedeutenderen Name als einen absoluten riesen blauen Kicker, der die Kickers auch in den 80er Jahren und angrenzenden 90er Jahren geprägt hat. Das ist Ralf Vollmer. Er ist wirklich eine absolute Kickers-Legende. Und er erzählt, er kam aus Heilbronn zum Probetraining bei den Kickers. So als junges Bübchen. Und läuft zurück. Ja, also will niemand was Böses. Und aus Versehen rempelt er im Zurücklaufen eben diesen gestandenen Bundesliga-Profi Boxer Täuber um und denkt schon, ach Gott, jetzt kann ich gerade wieder gehen, jetzt habe ich den Star da irgendwie umgerempelt und vielleicht sogar noch verletzt. Aber bei den Kickers waren dann alle Beobachter so angetan, dass der Junge diesen harten Knochen Täuber auf die Bretter strickt, dass sofort der unterschriftsreife Vertrag vorlag. Was ich überhaupt nicht im Bewusstsein hatte, ist, dass der Name Christian Streich auch bei euch eine Rolle spielte, offensichtlich für 2 Jahre. War 85, dann als ihr in der zweiten Bundesliga gespielt habt, zu euch gewechselt, kam irgendwie zu 21 Einsätzen und kehrte dann auch nach Freiburg zurück. Ich nehme an, er ist jetzt ja also fest verbunden mit Freiburg und taucht zwar in der Chronik auf, aber dürfte in der Geschichte jetzt keine besondere Rolle spielen, oder? Ja, genau so ist es. Mhm. Er kam als junger Spieler nach Stuttgart, als jemand eher auf dem südbadischen, auf dem Land sozialisierter Metzgersohn und war sowohl auch ein bisschen überfordert hier in der Großstadt, in der Landeshauptstadt. Hat so ein bisschen gespielt, war sehr ehrgeizig und hat schon ziemlich alles reingehauen. War aber jetzt nie für die Kickers jetzt eine große Nummer oder großer Leistungsträger. War eben eher Ergänzungsspieler in diesen 2 Jahren. Ich vermute, dass die Stellung von Anthony Buffo eine andere ist. Denn er ist ehemaliger ghanischer Fußballspieler und Gründer und Generalsekretär der ghanaischen Spielergewerkschaft. Und sein Name und sein Gesicht bringt man fest mit dem Pokalfinale, was du angesprochen hast, im Juni 1987 im Berliner Olympiastadion in Verbindung, wo die Stuttgarter Kickers ein sensationelles Spiel machen und eigentlich auf dem Weg zum Titel sind. Wären die letzten Minuten nicht gewesen. Und er hat, glaube ich, die Führung vorbereitet. Auf jeden Fall hat er das Spiel geprägt und hat mit seiner Leistung beeindruckt. Ist das auch in Erinnerung oder spielt er da eine untergeordnete Rolle? Ja, für so Kickers Insider ist er natürlich eine Nummer, die damals in dem Alter im Stadion waren. Ja, den kennt man schon, ja. Und
Es muss ein lustiger Vogel gewesen sein, starker Stürmer, einer der ersten Schwarzen, der ja überhaupt in der Bundesliga Fuß gefasst hat. Ja. Ja, kennt man, aber er hat jetzt auch nicht die Stuttgarter Kickers über Jahrzehnte geprägt, wie andere Spieler. Ja. Ich weiß nicht, ob jüngere Leute, die eben um die 15, 20 sind, ihn denn so groß im Fokus haben, weiß ich jetzt nicht. Die kennen wahrscheinlich eher dann Klinsmann, Vollmer, Buchwald, Allgöber, wissen über die Bescheid, dass die bei den Kickers waren. Das wird wohl zutreffen. Jürgen Klinsmann hast du angesprochen, ist ja gerade auch wieder medial ein Thema durch die Verpflichtung als Nationaltrainer. Er hat auch diese Jugendzeit mitgemacht und von dieser erfolgreichen Nachwuchsarbeit profitiert, richtig? Ja, ganz genau. Da gab es einen Jugendleiter, der ist auch hat Legendenstatus bei den Kickers, Papa Steinbach. Sein Sohn hat auch bei den Kickers gespielt und der ist quasi verantwortlich, Klinsmann und Buchwald zu den Kickers gelotst zu haben und verhindert zu haben, dass die zum VfB gingen, eben damals schon in der Jugend. Also sie kommen ja beide nicht aus Stuttgart. Hm. Beide mit dem Kicken woanders angefangen und beide wurden dann auf dringende Initiative von Papa Steinbach bei den Eltern. Die Eltern wurden entsprechend bearbeitet. Der VfB war schon aufmerksam auf die beiden Talente und wollte die holen, dass der bessere Schritt sei, zu den Kickers erst noch zu gehen in der Jugend und dann eine Weile zweite Bundesliga zu spielen in Sachen Karriereaufbau. Und die beiden haben das eben gemacht, haben beide noch Jugend gespielt. Wie gesagt, Buchwald A-Jugendmeister 79 und Klinsmann hat dann schon als Jugendspieler mit 17 mal der jüngste Spieler, der bei den Kickers in der Profimannschaft gespielt hat. War dann eben auch da und es hat den beiden sicherlich nicht geschadet, die Station Kickers, die haben ja beide trotzdem oder wahrscheinlich deswegen eine Weltkarriere hingelegt. Davon gehe ich auch aus. Ich nehme an, dass für die Namen Klaus Reitmeier und Wolfgang Wolf dasselbe zutreffen wird, was du bei Anthony Baffi gesagt hast, dass das natürlich markante Fußballspieler sind, aber die Zeit bei den Kickers eher so in der Chronik auftauchen wird, aber nicht in einem separaten, Kickers-Legenden-Broschüre. Anders ist das vermutlich bei Freddy Bobic, oder ordnet man den auch mehr beim VfB zu? Das sage ich gerade andersrum. Also Freddy Bobic, der ist in der Jugend ja schon so ein bisschen gependelt, VfB Kickers, wenn ich es jetzt richtig weiß. Und dann am Anfang seiner Karriere war er bei den Kickers und hatte ein, zwei Jahre bei den Kickers gespielt, glaube ich, das waren Drittliga-, Regionalliga-Zeiten. Er war in der Jugend mit den Kickers A-Jugend Pokalsieger und im Pokalfinale 87 von den Profis war er in Berlin dabei als Jugendlicher. Da wurde er von ADM mit dem Flugzeug wurde bezahlt, dass die Jugendspieler nach Berlin fliegen dürfen, um die Mannschaft zu unterstützen. Also er hat schon so seine Berührungspunkte mit den Kickers natürlich. Hat das Kickers-Wappen auch entsprechend getragen. Aber er wird natürlich schon ganz klar mit dem VfB assoziiert. Und interessanterweise, Reitmeier, das ist natürlich auch schon der Torwart, eine Legende. Aber vor allem Wolfgang Wolf, der spielt bei den Kickers eine sehr große Rolle. Er ist ja so Urpfälzer, Kaiserslauterner Urgestein. Und man weiß ja, dass am Betzenberg auch Fußball entsprechend zelebriert wird. Aber er kam dann in diesen Erstliga-Jahren, 88, 89 und 91, 92 war er dann eben bei den Kickers. Also
ich denke, es waren beide Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, und war eben dann in der Abwehr eine zentrale Figur mit seiner Bundesliga-Erfahrung. Und er sagt, Fußball, er hat Fußball dann ganz neu kennengelernt oder eigentlich so richtig Fußball erst erfahren und kennengelernt bei den Kickers mit diesem tollen Präsidenten ADM und dieser Kickers-Familie. Und also er hat schon, der Urpfälzer, ein sehr großes Kickers-Herz entwickelt in dieser Zeit. War später dann auch Trainer. Das ist schon beeindruckend, ne? Wenn, vor allem wenn man weiß, dass er in Kaiserslautern 10 Jahre war und über 200 Spiele. Das ist schon beeindruckend. Ein Name, der noch mehr aufgefallen ist, und ich muss eben zugeben, ich hatte es nicht mit den Stuttgarter Kickers in Verbindung, das ist Sean Dundee, das erste Krokodil im deutschen Fußball, der ja bekannt geworden ist beim Karlsruher SC, die dann eben das Finale im DFB-Pokal 96 erreicht haben. Er war 2 Jahre bei den Kickers, wenn ich das richtig recherchiert habe, von 92 bis 94. Eher noch in Erinnerung oder eher weniger? Eher weniger. Er spielt ganz sicher jetzt keine große Rolle für die Kickers-Geschichte. Eher nochmal für die VfB-Geschichte. Wenn ich jetzt diesen Verein dann auch schon in den Mund nehmen muss. Als er beim VfB war, da wurde ein Maskottchen kreiert. Und ja. Das heißt Fritzle. Und das ist eine Mischung aus einem Krokodil und der Name Fritz Walter, die Stürmerlegende. Also er ist, da hat er eher einen Status, dass er da irgendwie mit das Maskottchen geprägt hat. Aber ein Kickers eigentlich nicht. Und der letzte Name ist auch mehr so eine spezielle Kategorie. Janosch Gorasch. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der 92 zu den Kickers wechselte, dann bis 97 auch bei den Kickers spielte. Der ist zumindest für mich, also außerhalb von Stuttgart bekannt geworden bei Ulm mit diesem emotionalen Ausspruch Skandal. Ja, ganz genau. Ja. Der war bei den Kickers und hatte eine gute Zeit und gut gespielt und war Leistungsträger, polnischer Nationalspieler meines Wissens auch. Aber in die Bundesliga-Geschichte ist natürlich eingegangen, weil er chauffiert Dahl als Schiedsrichterin erste Liga Katar. Janosch Gora ist gerade an mir vorbeigelaufen, schrie nur, das ist ein Skandal. Ihre Mannschaft ist sehr aufgebracht, es hat gerade noch ein Handgemenge gegeben. Ja, es kommt natürlich noch darauf an, wenn sich Ordner da versuchen, die Spieler in andere Leute zu schieben. Das ist natürlich sicher nicht Stil erste Bundesliga. Aber es ist sicherlich andere Arbeit gefragt, wo man sieht, dass die Mannschaft mit zuerst 9, nachher 8, nachher sogar 7 Spielen hervorragend gekämpft und gespielt hat. Vielen Dank, Martin Andermatt. Soweit Ulms Trainer. Das gibt's doch nicht. Die erste Liga ist doch erschießlichste. Skandal! Es war ein Spiel mit ungewöhnlicher Härte, das muss ich zugeben. Aber aus meiner Sicht, auch wo ich jetzt mal ein bisschen Zeit hatte, darüber nachzudenken, denke ich, dass die Platzweise alle in Ordnung waren. Letzter Name für die Thüringer oder die Hörerinnen aus Thüringen ist Schönesen Akfobori. Der war 94-95 in der Regionalliga Süd bei den Kickers, hat 37 Tore geschossen, wurde Torschützenkönig und hat einfach davor, glaube ich, in Jena gespielt und war eben auch ein sehr markanter Spieler, was sicherlich immer was auch mit der Hautfarbe zu tun hat, weil das zu dieser Zeit etwas Besonderes, Neues war, aber eben auch durch eine sehr beeindruckende Art zu spielen. Aber auch hier wird es so sein, dass es sich jetzt nicht in die Kickers-Chronik eingebrannt hat, aber auf jeden Fall aufgeführt wird. Ja, auf jeden Fall. Johnny Akpobori ist bis zum heutigen Tag durch diese Saison, wo er eben knapp 40 Tore gemacht hat, der Rekordtorschütze, also Rekord auf der Ebene, so viel Tore für die Kickers hat in der ersten Mannschaft noch niemand in einer Saison geschossen. Das ist bis zum heutigen Tag nicht geknackt, der Rekord. Ja, und dann gab es vor kurzem mal ein Vereinsjubiläum und Traditionsmannschaft VfB gegen Kickers und war Johnny im Auto.
oben auf der Waldau, also im alten Verein. Dann sind wir mit den Persönlichkeiten durch, aber du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, das Verhältnis zu den Roten. Wie muss ich mir das aktuell in Stuttgart vorstellen? Du hast natürlich einige Ligen dazwischen. Du hast eine völlig andere sportliche Welt. Das eine ist die Bundesliga, der Profibereich. Ihr seid im Moment im Amateurbereich. Ist da Abstand? Ist das eine Hassbeziehung? Muss man aufpassen, wo man hingeht, was trägt? Wie muss ich mir diese Situation in Stuttgart vorstellen? Naja gut, wie du sagst, es sind ein paar Ligen dazwischen. Nächste Saison kann es aber auch schon so sein, dass nur noch eine Liga dazwischen ist. Mhm. Nämlich die dritte, wenn die Lampen, wie der VfB hier in Stuttgart so ein bisschen despektierlich genannt wird, wegen wie Laterne, ebenso rot wie die Laterne leuchtet, Lampen. In den 70er Jahren war es so, da war möglicherweise, wie gesagt, Anfang des vorigen Jahrhunderts hatten die Kickers eine Vormachtstellung. Entschuldigung. Dann hatte der VfB in Stuttgart eine Vormachtstellung und in den 70er Jahren ist der VfB in die zweite Liga abgestiegen. Und da haben die Kickers dann auch mal in 2 Jahren Zweitliga-Derbys ein Derby gewonnen. Und da hätte sogar vielleicht mal so eine Vormachtstellung in Stuttgart verändert werden können. Aber da gab es eben noch nicht so einen gut aufgestellten Mäzen wie ADM. Und da hat der VfB sich wieder berappelt und ist ja wieder in die erste Liga. Wie gesagt, es gab dann eben diese Derbys in der ersten Liga in den 80er Jahren und da gab es natürlich dann auch schon die Ebene, dass die Kickers eben stark profitieren von ihrer Jugendarbeit und dann die Besten eben vom VfB abgeworben werden. Allgöwer, Klinsmann, Bobic, Buchwald, das sind ja nur einige Namen, gibt es ja noch einige mehr. So. Und da war natürlich eine große Rivalität, wenn man auch ja nicht endgültig auf der gleichen Höhe war, aber in Reichweite. Heute ist es ja jetzt so, dass wir ja nicht mal in der Liga sind, in der VfB 2 spielt. Das tut natürlich der geschundenen blauen Seele schon sehr weh. Wird nächste Saison allerdings auch wieder anders sein. Du hast das so angesprochen, dass Stuttgart mehr das Umland zieht und die Stadt Kickers. Also ist das tatsächlich so, also dass die Kickers mehr so Teil der eben Jugendkultur dort sind oder vermischt sich das schon und du hast einzelne Stadtviertel, die rot sind, die blau sind. Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, ein Support bei Derbys, wenn es gegen den VfB geht, ist der Fans Stuttgart hört am Neckar auf. Und VfB Bad Cannstatt, das ist ja auf der anderen Seite des Neckars und tatsächlich ging Stuttgart nur bis zum Neckar und irgendwie vor gut 100 Jahren wurde eben Bad Cannstatt eingemeindet und gehört jetzt eben auch zu Stuttgart, ist auch ein Stadtteil von Stuttgart. Aber das war es davor tatsächlich nicht. Und das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen so eine Grenze, ne? Cannstatt und diese Ecke um Cannstatt rum, das ist natürlich schon rot dominiert. Die Kickers sitzen eben auf der Waldau, auf den Fildern und haben da so ein bisschen Einzugsgebiet. Und natürlich ist es schon so, in der Stadt spielen die Kickers noch eine gewisse Rolle, nach wie vor. In der Berichterstattung der Stuttgarter Zeitungen auch. Aber der VfB ist natürlich dominant. So, und schon allein, man sieht es ja in den Zuschauerzahlen, VfB hat 50.000 Zuschauer bei jedem Heimspiel, wir so 3. Da muss es auch in Stuttgart ein paar geben, die zum VfB gehen. Wenn man die Fansituation bei den Kickers betrachtet, wie hat sich so die Fankultur über die Zeit entwickelt? Gab es da mal eine Zeit,
wo man auch so eine Art Hooligan-Struktur hatte, gerade Zeit Bundesliga, wo man dort war und dann wieder in die zweite gegangen sind? Oder war das immer, du hast vor uns dieses Bild St. Pauli gemalt, war das immer so ein bisschen eine alternative Fanszene bei den Kickers? Diese alternative Fanszene, die gibt es eben seit Ende der 80er Jahre bis zum heutigen Tag in Teilen, kann man sagen, ist es so, und es ist eine linke Fankultur in Teilen, wie weit jetzt, ja, das kann man schon so sagen. Die Fanszene ist natürlich ganz interessant. Als in den 90er Jahren diese Ultra-Bewegungen aufkamen, Ultra-Fan-Typus aus Italien kam und in Deutschland so Einzug halten, also der Nazi-Hooligan, also rechter Fan-Typus, so ein bisschen abgelöst wurde von immer einem linken Fan-Typus oder dem politischen, dem Ultra-Fan zum Beispiel, waren die Kickers ganz vorne dabei. Dieser kleine Verein mit seiner kleinen Fanbase. Und 1995 haben die blauen Bomber Ultras sich gegründet und auch bundesweit mit ihren Choreografien irgendwie brilliert und Preise gewonnen in Fanzines, in der Ultraszene durch besonders originelle, aufwendige, tolle Choreografien. Und beim VfB war da noch lang nichts zu sehen von irgendeiner Ultra-Fan-Bewegung. Die jetzt prägendste Ultra-Fan-Vereinigung vom VfB, Kommando Cannstatt, wurden erst 97 gegründet. Mhm. Sprich, ja, auch auf dieser Ebene, wir, die Kleinen, aber doch auch vielleicht ein bisschen origineller, ein bisschen flexibler, ein bisschen pfiffiger, waren da viel früher dran. Reutlingen scheint so ein wenig der Hassgegner Nummer 1 zu sein. Stimmt das? Und wenn ja, was ist der Grund dafür? Naja, Reutlingen jetzt in diesen... Reutlingen liegt eben im Umland von Stuttgart. Und wie gesagt... Das Umland von Stuttgart, das ist schon sehr stark VfB-Einzugsgebiet. Sprich, Reutlingen ist eigentlich so auch VfB-Einzugsgebiet. Wir und jetzt in diesen letzten Jahren hat man eben öfters gegen Reutlingen gespielt und die wurden eben auch schon so ein bisschen als VfB-Umland identifiziert. Sich teilweise selber dazu bekannt, gibt es Fanfreundschaften, wurden dann von VfB-Fans unterstützt, die Reutlinger-Fans, wenn es gegen die Kickers ging. Und ja, da gibt es dann halt schon so ein paar unschöne Szenen, gab es Rangeleien und Steigereien, entsprechende Supports, hängt sie auf, die Degerlocher Zecken, war dann so ein Reutlinger Support und so weiter. Und das ist schon so ein bisschen jetzt ja, der Lieblingsfeind, kann man sagen, die Reutlinger. Da freut man sich immer, wenn es gegen die Reutlinger geht. Die bringen einen Haufen Zuschauer mit und dann ist was los im Stadion. Auf der anderen Seite gibt auch Freundschaften, also so ein Trio der Kickers, Blau-Weiß-Linz und Jan Regensburg. Wie intensiv wird das gepflegt? Kannst du das sagen? Oder bist du da zu weit weg? Nee, beim Kickers ist man nicht weit weg. Das ist ja eine Familie, das ist ein Kleinod, das ist ja alles so klein und putzig. Auf der Gegengerade, die Fantribüne, das ist alles Stehplatzbereich. Und ich stehe auch oft eigentlich normal im B-Block. Und im B-Block, da gibt es 80-jährige Rentner, die da stehen, dreijährige Kinder, die am Zaun da sind. Das ist eben bei den Kickers alles so ein bisschen friedlicher und wenig, keine Gewalt und ganz harmonisch und idyllisch da oben unterm Fernsehturm im Wald. Und da stehen eben auch die organisierten Fans, die Ultras,
die supporten und man steht da eigentlich ein paar Meter voneinander entfernt. Und ja, es gibt da irgendwie keine Berührungsängste. Und nochmal zu Blau-Weiß Linz und Jan Regensburg. Das wird regelmäßig abgefeiert, diese Fanfreundschaft. Die gibt es schon seit Jahren und ist sehr stabil, ist mal entstanden. Auch mit auf die Initiative von dem Fanclub Blue Boys und legendären Fan-Fußballturnieren, wo dann auch mal so das ein oder andere alkoholische Getränk angeblich konsumiert wurde. Und da hat man sich dann so angefreundet und das hält bis zum heutigen Tag. Gibt einen Austausch, man ist immer wieder mal in Regensburg und Linz und andersrum, die Regensburger und Linzer sind auch hier. Und wenn es geht, wenn es die Spielpläne zulässt, unterstützt man sich gegenseitig. Und ist ein fester Bestandteil in der Fankultur, dass dann auch das auf Fahnen ist und Transparenten und auch Lieder und Supports gibt, die diese Fanfreundschaft auch besingen. Du hast das Stadion gerade angesprochen, wenn man so ein bisschen den Boulevard befriedigen will und nach Skandalen sucht, findet man ein. Das ist dieser Becherwurf, ich glaube, es war 2006 beim DFB-Pokal, wo in der 86. Minute in voller Bierbecher aus dem Kickers-Block auf den Linienrichter geworfen wurde, der dann zusammenbrach und das Spiel abgebrochen wurde. Das Besondere, also zumindest für Außenstehende, war, dass es ein VfB-Fan offensichtlich war und dass der Verein die Strafe zurückgeholt hat von demjenigen. Da sind wir keine anderen Fälle so bekannt. Das war schon eine besondere Situation gewesen und letztendlich haben die Kickers das recht souverän dann behandelt, oder? Ja, ganz genau. Also das ist so hier auch die vorherrschende Meinung, dass dieser Becherwurf von einem VfB-Fan verursacht wurde. Wie das dann juristisch dann genau weiterging, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass es dann eben einen Zaun gab an unserer Fankurve, an unserem B-Block, also ein Zaun in dem Sinn, ein Fangnetz. Ja, man hat da schon noch durchgesehen, aber man konnte da nicht mehr übers Spielfeld und keine Becher mehr werfen. Man ist halt sehr nah dran, ne? Und das ist das besondere Ort, auch das besonders Schöne an dem Stadion letztendlich. Genau, das macht es eben aus. Dann lass uns doch noch mal ein paar Punkte aus der Geschichte. Wir haben das letztendlich bei den Persönlichkeiten und schon natürlich ein paar Stationen angesprochen, aber damit wir auch das einordnen in die Geschichte. Der Verein, wir reden natürlich jetzt über den Fußball, weil das dieser Schwerpunkt ist, aber der Verein ist ein Mehrspartenverein und insbesondere die Leichtathletikabteilung ist auch sehr erfolgreich gewesen, zumindest in der Vergangenheit, weiß nicht wie heute, aber auf jeden Fall Mehrspartenverein und das heißt, es gibt mehrere Abteilungen, richtig? Ja, so ist es. Ja, es gibt traditionell einige Abteilungen. Manche haben sich dann auch mal aus dem Gesamtverein gelöst, Tennis und Hockey. Die heißen jetzt HTC, Stuttgarter Kickers. Aber weiterhin gibt es Tischtennis, Leichtathletik, Handball. Und auch zum Beispiel die Kickers-Fans haben eine eigene Abteilung im Verein. Die sich um was kümmert dann? Ist das wie so ein, also ihr habt ja nochmal separat, gibt es ja das Stuttgarter Fanprojekt. Und was ist diese Fanabteilung? Was ist die Aufgabe derer? Das ist einfach eine Abteilung im Verein. Und die kümmern sich eben um die Belange der Fans bei Spielen, Auswärtsfahrten, Sachen zu organisieren. Dann lass uns nochmal diese 1899 zum 21. September kommen. Wie wurden denn die Kickers gegründet und wie kamen sie denn zu ihrem Namen und zu ihrer Vereinsfarben? Ja, gegründet eben, wie du sagst, 1899. Das Stadtteil Degerloch ist ja eben, wie gesagt, auch ein sehr wohlhabender Stadtteil. Und es gab
Einige, da ist die Geschichtsschreibung auch noch nicht so ganz endgültig, aber sehr viele jüdische Gründungsmitglieder waren da wohl am Anfang am Start. Die Vereinsfarben sind ja so ein helles Blau, Weiß-Blau, so ein bisschen wie die israelische Flagge. Und im Wappen sind ja drei Sterne. Die stehen für Kämpfer, Könner, Kameraden. K. Und das sind ja keine Kommunistensterne. Das sind ja irgendwie, sehen aus wie Davidsterne. Da ist allerdings, das ist nicht so endgültig eruiert, erforscht, ob dieses Blau daher herkommt und ob das wirklich Davidsterne sind oder ob die nur Davidsternen ähnlich sehen. Da kann ich, das ist noch nicht, ist nicht ganz klar und nicht ganz eindeutig. Aber dass eben viele jüdische Gründungsmitglieder gab und in diesen Anfangszeiten, das ist verbrieft. Eine andere Theorie ist, oder eine andere, was man findet so im Netz, dass das Blau so ein bisschen als Orientierung an Victoria Berlin, dass es daher kommt, die zu dieser Zeit ja schon spielten, wenn man sich offensichtlich auch beim Namen an Karlsruher Kickers orientiert hat. Ist das widerlegt oder sagst du einfach, das ist eine These, die steht da, aber letztendlich konnte... Eine These. Gegen die hat man ja auch im Finale um die deutsche Meisterschaft gespielt, gegen die Berliner. Aber es ist eine These. Ja, es ging natürlich dann auch in Stuttgart darum, um Assoziationsfußball mit dem heutigen Fußball und Rugby, ne? Wie da so die Kräfteverhältnisse sehen und sich durchsetzen. Und die Kickers wurden eben als Verein gegründet, in dem ausschließlich Assoziationsfußball stattfinden soll, in dem kein Rugby gespielt werden soll. Ja, und die eben sich von vornherein zum Fußballsport dann eben bekannt haben bei anderen Vereinen. Auch jenseits des Neckars sieht es ein bisschen anders aus. Die wollten das gar nichts mit Fußball zu tun haben. Genau. Und ja, so haben sich die Kickers gegründet. Die Kickers wurden dann eben auch noch mit C wie Cäsar geschrieben in den Anfangsphasen. Und wie gesagt, eben diese Sterne im Wappen, Könner, Kämpfer, Kameraden. Ja, das sind die Gründungsphasen. Bis zum Zweiten Weltkrieg, also du hast es angesprochen, ist der Verein einmal deutscher Vizemeister, dreimal süddeutscher Meister und bis 33, 22 mal württembergischer Meister. Zwangsläufig muss man zum Schluss kommen, dass Kickers zu einer der besten Mannschaften Württembergs, aber letztendlich auch Deutschlands zu diesem Zeitpunkt war. 1920 wurde eben das C in Kickers durch ein K ausgetauscht. Kannst du mir die Gründe erklären, was zu dieser Zeit dazu geführt hat? Nee, weiß ich nicht. Tut mir leid. Dann müssen wir da nochmal recherchieren, denn das ist ja spannend, dass man plötzlich einfach aus einem C in K macht. Aber das wird sich sicherlich herausfinden lassen. Wenn man dann in die Nazi-Zeit schaut, also in der Zeit des Nationalsozialismus, war es ja so, dass viele Funktionäre und Verbandsspitzen die Rassenpolitik der neuen Machthaber versuchten auch schnell umzusetzen. Bereits im April 1933, also nicht mal drei Monate nachdem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, gab es eine Erklärung von 14 Clubs aus Süddeutschland, dass sie sich einer nationalen Regierung freudig und entschieden zur Verfügung stellen und insbesondere in der Frage der Entfernung der Juden aus Sportvereinen die nötigen Folgerungen ziehen würden. Die Erklärung heißt offensichtlich, so ist es an mehreren Stellen zu finden, Stuttgarter Erklärung und unterzeichnet haben auch die Stuttgarter Kickers. Wie geht man mit dieser Zeit im Verein um? Ich glaube, gerade rund um das Fanprojekt hat man sich dieser Zeit gewidmet und hat das auch aufgearbeitet, richtig? Ja, genau so ist es. Der
Anteil der jüdischen Vereins- und Gründungsmitglieder war durchaus groß. Ganz genau lässt sich es eben auch nicht bestimmen, aber war tatsächlich da und gegeben. Und im Dritten Reich war das tatsächlich so, gab es einen vorauseilenden Gehorsam in dieser Stuttgarter Erklärung. Und die Kickers haben sich da alles andere als mit Ruhm bekleckert und haben ihre jüdischen Mitglieder rausgeworfen, obwohl es kein Mensch von ihnen von Staats wegen, von den Nazis, von der NSDAP verlangt hätte. Also das war so ein vorauseilender Gehorsam und da eine sehr unrühmliche Zeit eben auch bei den Kickers. Und ist tatsächlich jetzt aufgearbeitet worden, jetzt nicht direkt von den Kickers, vom Verein, sondern vom Kickers-Fan-Projekt. Die haben sich daran gemacht, das mit Fans aufzuarbeiten, diese Vergangenheit. Natürlich mit starker Unterstützung vom Verein. Aber das ist ein Projekt vom Fanprojekt. Diese Ausstellung Heimat Kickers, die dabei rauskam, die wurde ja dann auch prämiert vom DFB mit dem Julius-Hirsch-Preis. Eine vorbildliche Aufarbeitung. Da wurden die Lebensstationen einzelner Persönlichkeiten eben dargestellt, damit es eben auch nachvollziehbar ist. Also eine Persönlichkeit ist Julius Baumann, der Schiedsrichter war und gläubiger Jude, der 42 inhaftiert wurde und später im KZ Mauthausen ermordet wurde. Und das lässt sich auch online. Die 11 Freunde haben da eine Veröffentlichung gemacht, lässt sich das auch nachvollziehen, diese Lebensgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg bin ich auf den Begriff 100-Tore-Sturm getroffen im Zusammenhang mit den Stuttgarter Kickern. Offensichtlich hat man ja Saison 47-48 in der süddeutschen Oberliga damals 113 Tore erzielt. Wie ist denn die Situation nach dem Weltkrieg? Weißt du das? Also gab es Schäden am Sportplatz? Rein sportlich scheint es ja zu so sein, dass man den Spielbetrieb wieder aufnehmen konnte und auch so grundsätzlich ganz erfolgreich war. Ist etwas bekannt über die Schäden am Stadion und die grundsätzliche Situation nach dem Zweiten Weltkrieg bei den Stuttgarter Kickers? Ja, das Stadion oben in Degerloch, das steht ja da im Wald, im Stadtteil Degerloch, da war ja jetzt keine Kriegsproduktion und Waffenproduktion. Stuttgart ist stark zerbombt worden, aber meines Wissens so das Stadion jetzt nicht. Wie das Stadion genau da rauskam, weiß ich jetzt nicht, aber größere Schädigungen sind jetzt nicht bekannt. Und der Spielbetrieb konnte dann eben wieder aufgenommen werden. Wir eben oben in Degerloch auf der Waldau wie gehabt, VfB in seinem Stadion, dem ehemaligen Adolf-Hitler-Kampfbahn. Ja. Und die hatten natürlich dann mit diesem riesen, später hieß es dann Neckarstadion, oder die Stuttgarter reden dann gerne noch von Kampfbahn. Bloß lassen sie weg, dass es eben mal Adolf-Hitler-Kampfbahn hieß. Hatten die natürlich einen riesen Standortvorteil, dieses riesen, später ja 72.000 Zuschauer fassende Neckarstadion. Und da sind uns, war das dann natürlich eine schwierige Zeit. Die Kickers mal erstklassig, mal zweitklassig. Ja. Und so ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft. Und in der Zeit, bevor eben dann die Bundesliga kam und die eingleisige Bundesliga und die Bundesliga Süd eben dann in den 70er Jahren. Wenn man den Zeitpunkt sucht, wann sich die Verhältnisse in Stuttgart gedreht haben. Also begonnen haben die Stuttgarter Kickers, die waren die erfolgreichere Mannschaft in Württemberg beziehungsweise dann in Süddeutschland. Und so ab Mitte der 1920er Jahre hatte man den Dauerrivalen, die Roten, die letztendlich diese Vormachtstellung streitig machen wollten. Aber kann man sagen, mit dem Meistertitel 1950
hat sich das dann letztendlich gedreht und hat haben die Roten die Nummer 1 Position übernommen? Ja, so kann man sagen. Sie hatten einfach diesen riesen Standortvorteil, dass sie in diesem großen Stadion eben spielen. Gut, aber dann haben sie auch genützt, muss man natürlich schon auch sagen. Und hatten ja eine sehr erfolgreiche Zeit in 50 Jahren mit 2 deutschen Meistertiteln und 2 Pokalsiegen. Ja, und dann waren die da natürlich schon so ein bisschen dominant. Allerdings, die Kickers waren dann auch teilweise erstklassig, dann zweitklassig. Es ging dann so über die Jahrzehnte so mal hin und her. Wie gesagt, 70er Jahre war das dann auch Bundesliga eben. Beide Stuttgarter Vereine in der 2. Bundesliga und viele sagen den Kickers nach, in dieser Zeit hätten sie die Vormachtstellung in Stuttgart wieder übernehmen können. Was ich noch gefunden habe, ist die Spielzeit 1980-81, nämlich das Team mit Spielern, da war Guido Buchwald, Werner Nickel, Klaus Teuber dabei, gewann den UEFA Intertoto Cup. Dieser Wettbewerb, glaube ich, hat für euch, und wenn ich euch sage, meine ich diejenigen, die in Westdeutschland gelebt haben, eine andere Bedeutung gehabt als für die Ostdeutschen. Er war ja im Prinzip ein Wettbewerb, damit man offensichtlich im Sommer auch noch wetten konnte und diente so als ja, Sommerprogramm. Aber für die Ostdeutschen war das halt die Chance, ja, auf westdeutsche Vereine zu treffen, beziehungsweise sich zu messen und für die Fans natürlich dann entsprechend spannende Gegner zu treffen. Deswegen hat man da immer so ein bisschen spannend auf die Gruppen betrachtet. Ihr habt dort 80-81 diesen UEFA Intertoto Cup gewonnen. Da war, glaube ich, Wiener Sportclub dabei. Ungarisches Team war dabei. Ich habe sie nicht mehr ganz genau im Kopf. Hat dieser Pokalgewinn für euch eigentlich irgendeinen Wert oder ist das tatsächlich mehr so eine Randnotiz? Das ist eine Randnotiz, würde ich sagen. Also die Spieler, die dabei waren, erinnern sich natürlich gern an diese Zeit, weil das sind ja einfach die Stuttgarter Kickers, können ja nicht auf eine internationale Zeit oder Spielzeit oder Erfolge blicken, dass sie UEFA Cup Europapokal gespielt hätten. Ne? Und insofern erinnert man sich dann im Verein schon gern auch an diese Geschichte, weil man eigentlich nur da auch eben internationales Parkett hatte. Es ist natürlich aber jetzt nicht der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Das sind sicherlich dann andere Sachen wie Erreichen des DFB-Pokalfinales oder Erst-Bundesliga-Aufstieg. DFB-Pokalfinale, wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, es war die Saison 86-87. Es gab Siege gegen Tennis Borussia Berlin, Borussia Neunkirchen, Hannover 96, Eintracht Frankfurt und Fortuna Düsseldorf. Und dann traf man in Berlin im Finale auf den Hamburger SV. Warst du dabei? Nee, ich war nicht dabei. Hast du Erinnerungen an dieses Finale? Ja. Für mich war das schon auch ein richtiger Meilenstein, wo ich dann mich viel mehr mit den Kickers beschäftigt habe und identifiziert habe. Ich habe es natürlich auch im Fernsehen zelebriert, das Spiel, dass die kleinen Kickers da im DFB-Pokal spielen, die Stuttgarter Mannschaft, das war schon ein großes Ding. Und die älteren Kickers-Fans sprechen heute noch davon, wie toll das war, am Kuhdamm die Leute mit den Kickers fahnen und Mützen. Also es muss ein Wahnsinns Euphorie gewesen sein, auch in Stuttgart, die Tage, die Wochen davor. Das ist ein prägendes Ereignis in der Kickers-Historie, ganz bestimmt. Wie war das zu dieser Zeit? Also wir befinden uns ja in dieser Hochzeit. Du hast das Pokalfinale, du hast dann die Erstklassigkeit 88, 89, Abstieg 91, 92 wieder in Bundesliga. Haben die Kickers dann eben auch Zuschauer gezogen, kam dann wahrscheinlich eben auch ein paar Event-Fans, aber diesmal, wie man sie heute nennen könnte, aber also war dann der Zuschauerspruch entsprechend der Liga da?
Ja, das ist halt so eine Geschichte. Ne? Wir sind halt die Kickers. Wir spielen in Degerloch oben auf der Waldau. Das Stadion hat ja nur 10.000 Zuschauer. Ja? Und wir Kickers-Fans gehen ungern über den Neckar auf die Seite von einem anderen großen Stadion. Ja, das heißt, der Zuschauerspruch war da, aber die Kapazität halt nicht. Ne? Die 10.000 Zuschauer in unserem Stadion oben war schnell erreicht, war schnell ausverkauft. Diese Spiele im DFB-Pokalfinale gegen Düsseldorf oder Frankfurt. Und da hatte man natürlich einen riesen Heimvorteil da oben im Wald. Die Zuschauer ganz nah dran. Du kannst auf den Zaun passen und den Gegenspieler packen, wenn er einen Einwurf macht. Ne? So nah ist man dran. Ja. Ja, ganz genau. Und dann ging es ja, das ist auch eine ganz, ganz wild bis zum heutigen Tag heiß diskutierte Geschichte, ging es ja dann 88 ins Neckarstadion. Ja, ADM meinte, wir haben oben bei uns zu wenig Sitzplätze, die man verkaufen kann. Und wenn das Neckarstadion natürlich auch längst nicht ausverkauft ist und man hatte, glaube ich, 15.000 Schnitt kalkuliert, ist es kein, fahren wir da viel besser. Man hat dann im Neckarstadion eben in diesem 72.000 Leute Arena gespielt. Natürlich hat man nicht da die Fankurve gehabt, wie die VfB-Fans bei VfB-Spielen, sondern wir hatten einen Block für die Kickers-Fans, wo man den heimischen Fernsehturm gesehen hat aus dem Neckarstadion. Und es gibt natürlich immer noch bis zum heutigen Tag das Gerücht, dass viele Leute sich verweigert haben, über den Neckar zu gehen, ihrer Mannschaft, den Kickers in diesen Erstliga-Jahren, dann mit dem Transistorradio lieber oben im leeren Waldau-Stadion saßen. Und der Präsident ADM war natürlich auch nicht sonderlich angetan, ja. Er hat es jetzt erreicht mit viel Geld für die Kickers-Fans, dass man jetzt erste Liga spielt, aber es kommt keiner. Ne, weil es halt auch nicht so eine Fanbase gibt, wie bei Borussia Dortmund, bei den Kickers einfach. Genau. Ein Spruch vom Präsident ADM war dann, ich würde ja jedem, der kommt ins Neckarstadion zu unseren Erstliga-Heimspielen, gerne Schnaps ausgeben, aber ich weiß nicht, was ich mit der anderen Hälfte der Flasche machen soll. Also von wegen, es kommt halt keiner. Und da war da halt der Präsident schon auch zerknirscht. Das kann man ja gut nachvollziehen. Wenn man jetzt die zwei Bundesliga-Jahre sieht, was fehlte denn zur längerfristigen Erstklassigkeit? Ist es so einfach mit Geld zu erklären oder ist einfach die Kombination Stadion, Verein, nicht falsch verstehen, es passt nicht zur ersten Liga. Naja, also jetzt so, tatsächlich hat ein Punkt gefehlt. Also man war nah dran und hatte seine Erfolge, aber man hat natürlich immer gegen den Abstieg gespielt, weil man halt ein kleines Budget hatte in diesen Erstliga-Jahren und ist ja tatsächlich dann so sofort wieder abgestiegen. Umso bitterer der letzte Abstieg aus der ersten Liga 92 fiel auf den Tag, wo der VfB Meister wurde. Mit Buchwald. Naja. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also man, wo ist die Zäsur? Woran kann man es festmachen, dass die Kickers dann eben aus der ersten Liga und später sogar aus der zweiten Liga abgestiegen sind, auch eben dann mehr oder weniger aus heutiger Sicht für immer. Ein Grund ist natürlich, dass dieser Mäzen ADM dann irgendwann weniger reingebuddert hat in den 90er Jahren. Ein Grund ist, dass sich natürlich Dinge strukturell verändert haben, Profifußball, dass man mit einem Mäzen da auch nicht mehr so weit kommt. Und drittens, das ist auch noch ein wichtiger Grund, das Bosman-Urteil.
mit dem Bosman-Urteil in den 90er Jahren ist es natürlich auch gefallen, wenn ein Vertrag ausläuft, noch Ablösesumme zu kassieren. Und es war für die Kickers eben ganz wichtige Einnahmequelle, die guten Spieler, die man halt nicht halten konnte, an VfB eben abzugeben, aber dann hat man ordentlich Ablösesumme bekommen. Ja, und die Spieler waren weiterhin in Stuttgart und das war natürlich irgendwie auch eine ein schönes Agreement. Und das ging halt eben nach dem Bosman-Urteil nicht mehr. Wenn ein Vertrag ausläuft, muss der aufnehmende Verein ja dann eben keinen Abstand, keine Ablöse mehr zahlen. Und da ist bei Vereine wie die Stuttgarter Kickers eben auch viel weggebrochen. Das kann ich gut verstehen. Es ging ja tatsächlich dann weiter nach unten bis in die dann viertklassige Regionalliga Süd. Man verpflichtete dann Dirk Schuster, dem 2012 dann nach 3 Jahren der Wiederaufstieg in die dritte Liga gelang. Nachdem er dann dort war, hat man ihn relativ schnell entlassen. Ich glaube, es waren irgendwie 6 nicht gewonnene Spiele. Und das war im November, dann hat man ihn entlassen. Das war dann doch relativ schnell, oder? Wie ist die Sichtweise heute auf Dirk Schuster? Also er war ja Aufstiegstrainer. Ja, ganz genau. Die Sichtweise ist schon auch so, wie du die jetzt beschreibst. Natürlich kennt man Dirk Schuster heute noch mal ein bisschen besser als erfolgreichen Trainer bei Darmstadt 98, Augsburg und Kaiserslautern jetzt. Das war ja eine seiner ersten Trainerstationen, aber er ist aufgestiegen und man war da so ein bisschen zu schnell und hat ihn dann zu schnell rausgeworfen. Bei den Kickers ist eben das Problem so gelagert, wie bei vielen Traditionsvereinen, die eine Geschichte haben in der ersten und zweiten Bundesliga. Wenn es mal nicht läuft, dann wird man schnell unruhig. Wir sind doch die Stuttgarter Kickers. Wir sind doch ein ehemaliger Erstligist. Wie kann das jetzt sein, dass man da in der dritten Liga so oft hintereinander verliert oder nicht gewinnt? Und dann kommt ein ehemaliger Nationalspieler oder ein ehemaliger Erstligaspieler bei den Kickers eben und gibt in der Bild Stuttgart und so weiter halt seine Interviews. Ja, irgendwie komische neue Trainingsmethoden. Wir hatten das damals auch nicht. Und wir haben erste Bundesliga gespielt. Kommen dann eben auch diese super schlauen dann eben, wie man es eben immer in Medienstädten und bei Traditionsvereinen hat. Und ist beim Kickers eben auch so. Da wähnen sich manche schon noch in der zweiten Bundesliga. 2016 ging es dann wieder in die viertklassige Regionalliga Südwest. 2018 stiegen dann die Stuttgarter Kickers als 17. in die Oberliga Baden-Württemberg ab. Du hast beschrieben, dass in der aktuellen Saison, wir befinden uns im Jahr 2023, also 5 Jahre später, sehr gut aussieht. Wie ist denn die aktuelle Situation im Verein? Hat man die, ich glaube bei einem Traditionsverein, weil du es gerade angesprochen hast, braucht es immer eine Zeit lang, bis man verstanden hat, dass man jede Liga annehmen muss, weil natürlich für jeden Verein ist das Größte gegen einzuspielen. Und wenn man sich immer nur in der höheren Liga sieht, vergisst man sich auf die Liga, in der man gerade ist, auch zu konzentrieren. Wie ist das Umfeld? Ist das näher zusammengewachsen? Hast du das Gefühl, dass die Kickers als Verein leben und mit der aktuellen Situation, die angenommen haben, aber alle das Ziel haben, gemeinsam wieder zurück nach oben? Also wie würdest du so gerade die Situation in deinem Verein einschätzen? Bei den Kickers ist es ja nun mal so, man darf keinen Erfolgsfan sein, wenn man Kickers-Fan ist, Leiden, Darben, Pleiten, Pech und Pannen, Leidensfähigkeit ist eigentlich schon auch zentral als Kickers-Fan. Allerdings kann man tatsächlich sagen, aktuell, das sieht richtig, richtig gut aus. Also der Verein
Nicht zuletzt unter der Führung von Professor Dr. Lorz, jetzt auch schon 10 Jahre Präsident ist, hat sich in diesen tristen Oberliga-Zeiten konsolidiert, neu aufgestellt, sportlich, auf allen Ebenen. Wir haben einen tollen Trainer, der die Jungs erreicht. Jugendtrainer war der erst, Mustafa Ünal. Jetzt ist Musti eben, das ist seine zweite Saison bei den Aktiven überhaupt. Letztes Jahr ist er ganz, ganz knapp gescheitert am Aufstieg gegen eine Übermannschaft, die deutlich größeres Budget haben, SGV Freiberg, am letzten Spieltag in der Nachspielzeit. Alle haben die Kickers schon in der Regionalliga gesehen und dann hat Freiberg doch noch ein Tor gemacht. Und man hat zu früh den Aufstieg bejubelt. Also eine ganz dramatische Geschichte. Und in der Relegation hat man es dann auch wieder vergeigt. Genau. Aber der Verein ist dadurch auch zusammengewachsen, weil wir wirklich so eine starke Saison gespielt haben und auch so eine starke Mannschaft mit starkem Fußball. Und es wirklich auch ein bisschen einfach Pech war und unglücklicher Modus auch einfach, der uns da entgegenkam und die Quere kam. Und im Verein hat sich da was getan und man ist näher zusammengewachsen, hat nach langen Jahren mal wieder den württembergischen Fußballpokal gewonnen gegen Ulm, die ja jetzt Drittliga-Aufstiegsanwärter sind. Das Endspiel im württembergischen Fußballpokal ist immer auf der Waldau oben in Degeloch bei uns im Stadion. Also wir haben immer den Heimvorteil. Aber wir haben es jahrelang nicht geschafft, da überhaupt ins Finale zu kommen. Und jetzt waren wir mal wieder im Finale und haben es auch gegen einen höherklassigen Gegner gewonnen, vor 7.000 Leuten. Da war große Euphorie und viele hatten einfach Mitleid mit der Mannschaft, dass es so knapp mit dem Aufstieg nicht geklappt hat. Die wirklich alles gegeben haben und so eine Wahnsinnssaison abgerissen haben. Dann hatten wir gleich im Sommer große Erfolge im DFB-Pokal, den Erstliga-Absteiger Fürth zu Hause bei uns im Stadion geschlagen. Und das war dann auch vom Verein so ein Zugeständnis. Die nächste Runde, Spiel gegen Europapokalsieger Eintracht Frankfurt, dass man eben nicht über den Neckar ins VfB-Stadion geht, sondern dass man das seinen Fans für die Unterstützung in diesen kargen Oberliga-Jahren und in dieser verpasste Aufstiegssaison, letzte Saison, eben dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt auf der Waldau gönnt und dort abhält und dort ausrichtet. Dann wurden dann eben jetzt nur 11.000 Karten im ausverkauften Stadion verkauft. Das ging dann nur an Mitglieder, an Dauerkartenbesitzer und innerhalb von Tagen waren diese 11.000 Karten weg. Kickers haben sich da in dem Spiel auch gut gehalten, nur 2-0 verloren, gut mitgehalten. Überregional wieder mal so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Und da ist absolut was im Entstehen und am Wachsen. Und der Verein ist gut aufgestellt vom Präsidium, vom Aufsichtsrat her, vom Management her, vom Trainer. Das sieht wirklich ganz gut aus gerade. Das heißt, ich interpretiere das nicht falsch, wenn du sagst, die Kickers haben zumindest alle strukturellen Voraussetzungen, um in den nächsten Jahren auch sportlichen Erfolg zu haben. Ja, definitiv, würde ich das sagen. Die letzten Jahre hatten wir schon ein Nachwuchsleistungszentrum. Das ist natürlich für einen Oberligisten, für einen Fünftligisten auch nicht ganz selbstverständlich. Wir hatten das kleinste Nachwuchsleistungszentrum. Wir hatten teilweise die A-Jugend, die A-Junioren und die B-Junioren in der Bundesliga. Da sind jetzt nicht gerade viele Oberligisten sonst anzutreffen. Also die Nachwuchsarbeit ist gut.
Jetzt haben wir gerade im A-Jugend-Pokal den Bundesligisten VfB geschlagen. Also die Nachwuchsgeschichte ist gut, die Strukturen sind geschaffen, die Hausaufgaben gemacht, wieder zurück in den Profifußball zu kommen. Und Profifußball heißt ja offiziell, inoffiziell war immer, was immer Profifußball bei den Kickers. Die hatten ja auch in der Oberliga eine Profimannschaft. Aber Profifußball beginnt ja eigentlich offiziell in der dritten Liga. Und das ist durchaus die Perspektive, dass man in der Regionalliga jetzt nächstes Jahr sich konsolidiert und eine gute Rolle spielt. Und dann vielleicht auch mal den Aufstieg dann mitspielt in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Und dann auch wieder in der dritten Liga ankommt. Und es wäre wohl für den Verein, für die Strukturen, für die Größe, für das Fanumfeld so die richtige Liga, dritte Liga. Das klingt doch dann ganz zuversichtlich und ist damit doch auch das passende Schlusswort. Es ist eine spannende Geschichte, die dieser Traditionsverein bietet. Und wer noch mehr darüber erfahren will, Rauf die Blaue ist das Buch, was es im Handel zu erwerben gibt und wo die Helden und die Geschichte der Kickers porträtiert wird. Klaus, ich darf dir vielen Dank sagen für deine Schilderung eines spannenden Vereins mit einer spannenden Geschichte und wünsche dir, dass die 10 Punkte bis zum Saisonende bleiben und sich der Verein wieder im Profifußball etabliert. Alles klar, vielen Dank. Ich bedanke mich auch, dass ich bei dir hier jetzt über die Kicker sprechen durfte. Zum Abschluss will ich natürlich auch euch Danke sagen, dass ihr diese Episode gehört habt und 2 Empfehlungen mitgeben. In einem neuen Podcast des Bayerischen Rundfunks nehmen die Investigativreporter Sebastian Krause und Kilian Medele den Todesfall der Lebensgefährtin von Sportarzt Bernd Pansold aus dem Jahr 2017 unter die Lupe. Es geht dabei um die Vergangenheit des Arztes im DDR-Sport und die Karriere bei einem österreichischen Getränkehersteller. Ein Podcast von Brennpunkt Orange ohne den Hinweis auf den Ballesterer, das aus meiner Sicht weltbeste Fußballmagazin. Und dort ist die Ausgabe 172 schon 2022 erschienen. Aber aufgrund eines Tweets der Chefredakteurin Nicole Selmer will ich die Ausgabe noch einmal empfehlen, denn ein Thema war die Mehrfachbeteiligung im Fußball, die ja zumindest wenn es nach UEFA geht, nun im Europacup erlaubt werden soll und gerade durch die Situation bei Hertha BSC auch nochmal so im Mittelpunkt der medialen Betrachtung war und deswegen sei dieser Tweet bzw. diese Palästra-Ausgabe euch nochmal empfohlen. Und damit nochmal Danke und bis zum nächsten Mal.